So, ich würde mal sagen, Hallihallo und ich sag ganz ehrlich, ich habe noch nicht vorher so ein Vorstellungsvideo von irgendeinem Programm gemacht, daher wird das Ganze hier jetzt mehr oder weniger improvisiert sein. Ich werde euch mein neues Projekt vorstellen, nämlich ein Projekt mit zwei Schneiden, würde ich fast sagen. Es kann zum einen zum Hack werden, zum anderen zum Schutz dienen für Flive-Server, beziehungsweise einen Flive-Clienten. Und ich werde euch das Ganze jetzt mal demonstrieren. Und zwar nehme ich jetzt beispielsweise mal den Damned-Flive-Clienten und starte den einfach mal. So, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt. Da haben wir ihn auch schon. Und dazu starte ich diesen Hook, gebe natürlich einen Window-Name und gebe dann den entsprechenden Fensternamen ein. Und schon hat er mir hier meine DLL injected in Nodes.exe von Damned-Flive. Ich logge mich hier ein. Und ihr seht, hier oben werden schön die Packets mitgeloggt, dann ist die Session-ID wird erkannt. Das ist jetzt die Session-ID vom Certifier. Jetzt kommt gleich vom Login-Server, also dem Char-Server. Ihr seht, eine neue Session-ID wird erkannt. Die Packets werden noch nicht erkannt, noch steht da Unknown Packet. Nun, ja, mein toller Charakter mit Schnauzer und toller Brille wähle ich mir mal aus. Nun wird schließlich die finale World-Session-ID erkannt. Es wird auch jedes Mal ein neuer Socket wiederum reingeschrieben, sodass die Verbindungen einzeln erkannt werden. Das heißt, ich kann jetzt quasi Pakete an Login-Server sniffen, beziehungsweise modifizieren oder stoppen an World-Server und an den Char-Server. Ihr seht, ich bin in-game. Ich habe schon einige Pakete aus dieser Konsole herausgefiltert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Richtung ändere oder hüpfe oder so, ich möchte da nicht zugespammt werden da drin. Allerdings, was noch nicht rausgefiltert ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas anklicke, beziehungsweise mein Ziel wechsle. Ihr seht, da oben, Packet Header 00FF0023. Jo, wird in Realtime geupdatet. Jedes Mal, wenn ich das Ziel wechsle oder es beende mit Escape, das Ziel. Ich kann ja auch durch die Gegend laufen und chatten, alles klappt. Chat-Nachrichten erkennt er schon, da steht dann schön Chat-Message und ein schöner, fröhlicher Smiley, je nachdem, was ich schreibe. Ich kann hier auch mal reinschreiben, Grammel, was auch immer. Grammel kann ich reinschreiben und dann steht hier oben auch Grammel. Allerdings habe ich ebenfalls schon hinzugefügt, dass er entsprechend Pakete blocken kann oder manuell Pakete senden kann. Da haben wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich hier die Nachricht Test schicke, ihr seht hier unten im Chat habe ich Test reingeschrieben, dann wird in-game LOLs gesendet. Das funktioniert folgendermaßen. Hier unser tolles Programm erkennt, da wurde Test gesendet. Ich habe jetzt noch keine Debug-Nachrichten eingebaut, dass das am Ende geblockt wurde. Allerdings wird diese Nachricht Test dann von dem Tool geblockt und stattdessen die Nachricht LOLs an den Server geschickt. Und ihr seht es im Chat, ich habe Test eingetippt, aber im Endeffekt habe ich LOLs gesagt. Das hat jetzt da keinen so einen besonders großen Nutzen, aber das kann man dafür benutzen, dass man im Endeffekt halt Commands, ähnlich wie in meinem Anti-Hack, wenn man jetzt hier sagen wir mal jetzt mal ein ganz dreistes Beispiel, @hackpenya und dann irgendeine Zahl, dass man dann beispielsweise sich irgendwas erhacken kann. Ich möchte jetzt nicht andeuten, dass ich das irgendwie könnte oder so, mir Penya zu hacken. Allerdings ist das gut möglich. Ich werde in nächster Zeit mal schauen, was ich da einbauen kann. Momentan ging die größte Zeit eigentlich darauf zurück, den Source Code neu zu strukturieren. Ich muss sagen, großes Danke an eine Person namens XSH. Ich ziehe das gerade mal hier in den Bildschirm, die Website. Von diesem Typ hier ist der Grund-Source-Code. Ich hätte nicht Lust gehabt, mir das Ganze von Anfang an zusammenzustricken, aber jo. Und der hat hier, this is the source and no tool you can use straight away, wie er gesagt hat in seinem Thread, das ist ein Source-Code zu einem Packet-Editor, den man als Grundlage quasi benutzen kann. Ich habe den eben als Grundlage benutzt und drauf aufgebaut. Also nochmal danke an XSH. Ich lege da sehr viel Wert auf Credits und der ist auch in meiner Konsole, wenn ich immer nach oben scrolle. Jo, Base created by XSH ist schon genannt, ne? Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich klaue irgendwelche Arbeiten oder so. Wie auch immer, den können wir wieder wegmachen. Jetzt vielleicht noch an die, die es interessiert. In XSHs Source Code ist noch nicht eingebaut, wie man Pakete stoppen kann. Denn das ist mit dieser WSA-Receive-Funktion ziemlich blöd gelöst. Allerdings habe ich da einen kleinen Workaround gefunden. Er ist nicht der schönste. Den Anschluss gab mir XSHs Workaround, den er versucht hat, leider nicht geklappt hat. Nämlich ein Keep-Alive-Packet, also ein sogenanntes
Herzklopf-Packet vom Client zu senden. Allerdings hat er da wohl nicht bedacht, dass der Server dafür erst eine Anfrage senden muss, ansonsten der Client disconnected wird. Ich habe mir jetzt einfach das Ping-Packet genommen, das kann der Client hin und wieder mal senden, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Und falls jetzt ein Packet geblockt werden soll, wird es nicht komplett rausgenommen, was eben im Endeffekt das ganze System zum Abstürzen bringt nach der Injection, sondern stattdessen wird das Packet einfach in so ein Ping-Packet geändert. Und dieses Ping-Packet, das pingt vor sich hin, das macht eigentlich nichts. Und man merkt nicht, dass das Packet einfach nur modifiziert wurde, anstatt geblockt zu sein. Ich zeig's nochmal, ich schreibe hier Test rein, drücke Enter und es kommt LOLs bei raus. Jo. Momentan kein großes Feature. Ich sag übrigens dazu, ich habe jetzt nicht irgendwie Damned Flive gehackt, weil Damned Flive ist schlecht oder so, sondern ich habe es gar nicht gehackt. Ich habe die ausdrückliche Erlaubnis von Dadam, den Admin da, dass ich das Ganze testen darf hier. Hätte er mir nicht die Verschlüsselung der Packets verraten, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich hätte das gar nicht geschafft, hier drauf zu kommen. Also bitte nicht irgendwie sagen, Damned Flive ist scheiße, Damned Flive sucks, nix da. Ich habe die Unterstützung davon und ich habe auch die ausdrückliche Erlaubnis, das zu testen. Außerdem, wie bereits am Anfang gesagt, dieses Programm kann sich in einen Hack, allerdings auch in einen Hackschutz entwickeln. Ich kann es entweder benutzen, um den Client zu überwachen, oder ich kann es benutzen, um böse Sachen damit zu tun. Was ich direkt im Voraus sagen werde, falls damit irgendwelche bösen Sachen möglich sein werden, also Items screen oder ähnliches, ich gebe dieses Tool nicht heraus. Da könnt ihr betteln, so viel ihr wollt. Dieses Tool ist für mich bestimmt zu Testzwecken und ich mache das aus Spaß, nicht damit irgendwelche Server geschrottet werden oder ähnliches. Außerdem wäre mir das einfach für mein Gewissen zu schade, nachdem ich hier ein Anti-Hack veröffentliche und verkaufe vor allem und dann irgendwelche Hacks rausgeben würde, wo man sich dann doch fiese Sachen machen könnte. Wie auch immer, falls das Ganze ein Anti-Hack werden sollte, beziehungsweise eine Art Anti-Hack, ein Hackschutz, bin ich mir nicht sicher, wie ich damit verfahre. Es könnte sein, dass ich das Ganze kostenlos rausbringe für Server, allerdings spezielle Bonus-Feature für meine Kunden drin sind. Das heißt, man kann diesen clientseitigen Anti-Hack eventuell mit dem serverseitigen, der gekauft wurde, kombinieren, sodass zum Beispiel Paketverschlüsselung auf höherem Niveau und nicht nur das CRC am Anfang oder so möglich sein werden. Man wird sehen, was kommt. Ich werde hin und wieder Update-Videos, zumindest habe ich das vor, werde ich hier Videos hochladen, die über meinen Fortschritt mit dem Tool berichten. Ich werde auch wahrscheinlich im Forum auf M-Core bzw. Elite-PvPers Fortschrittsbeiträge posten, um es mal so zu sagen. Und ja, viel zu sagen gibt es dazu nicht mehr. Ich würde sagen, man hört sich im nächsten Video und tschö, tschö.